1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Wie gestern schon berichtet, übt die Opposition weiter scharfe Kritik an der Politik der grün-roten Landesregierung. Die amtierenden Politiker würden die Menschen in Baden-Württemberg kontrollieren und erziehen wollen. Statt das Land zu verwalten, sollten sie es gestalten. Bei der letzten CDU-geführten Debatte vor der Landtagswahl sieht der Fraktionschef Guido Wolf das Ende der grün-roten Herrschaft in naher Zukunft. Er könne eine deutliche Aufbruchstimmung im Land spüren. Nachholbedarf sieht der CDU-Spitzenkandidat in der Verkehrspolitik. Unter Grün-Rot seien kaum neue Straßen gebaut worden, weder auf Landes- noch auf kommunaler Ebene. Grün-Rot wolle, so der Vorwurf, durch Geschwindigkeitsbegrenzungen kontrollieren und durch den vermehrten Bau von Radwegen umerziehen. Baden-Württemberg müsse aber Automobilland bleiben. Handlungsbedarf sieht Wolf auch im Bildungswesen. Wir brauchen eine Stärkung der Realschulen, die wir wieder in den Mittelpunkt unserer Bildungspolitik stellen wollen, mit einer Orientierungsstufe in den Klassen 5 und 6 und dann einer Ausdifferenzierung in Hauptschulabschluss und Realschulabschluss. Wir brauchen wieder mehr Qualität in unseren Gymnasien und nicht weniger. Auch die Sicherheit sei ein überragendes Thema. Laut dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Rülke sei die Polizeireform total daneben gegangen und nicht transparent. Und wenn ein Innenminister einen Teil aus einer Kriminalitätsstatistik herauszieht, der ihm gerade passt, weil er der Meinung ist, die Zahlen sind gerade günstig, und das dann der Bevölkerung vorliegt und alle anderen Zahlen zurückhält und erklärt, das präsentiere ich dann erst nach der Wahl, dann ist das ein Taschenspielertrick. Die von Guido Wolf eingebrachte Kritik bezüglich des Verwaltens konnten weder SPD noch Grüne nachvollziehen. So habe sich Wolf beim Kampf um den Parteivorsitz selbst als Verwaltungsfachmann in den Vordergrund gestellt. Grün-Rot habe beim Regierungswechsel vor 5 Jahren in sämtlichen Bereichen nur ein Minimum des Möglichen und ein veraltetes Familienbild vorgefunden. Wir lassen uns leiten von einem Familienbild, das eine partnerschaftliche Familie ermöglicht. Eine partnerschaftliche Familie ermöglicht, bei dem Mann und Frau gleichermaßen Chance auf Erwerbstätigkeit und Erfolg im Beruf und Zeit für die Familie haben. Und dazu braucht es eine öffentliche Infrastruktur. Damals hatten wir im Land Baden-Württemberg eine Windkraftblockade. Unternehmen konnten nicht einmal Referenzstandorte bekommen, um Windräder aufzubauen. Energiegenossenschaften saßen auf dem Trockenen. Heute sind 100 Anlagen im Bau, weitere 100 im Genehmigungsverfahren. Und Baden-Württemberg liegt bei den genehmigten Windkraftanlagen im Ranking der Flächenländer auf Platz 4. Der von Wolf gewünschte Aufbruch habe der grünen Fraktionsvorsitzenden Edith Sitzmann zufolge längst begonnen. Und dass die Menschen keinen Regierungswechsel wollen, würden Umfragewerte belegen. Winfried Kretschmann habe eine Zustimmungsquote von 69%, darunter viele Stimmen der CDU. Auch der stellvertretende Ministerpräsident Nils Schmid und SPD-Spitzenkandidat sieht das Land bei Grün-Rot in den besten Händen. Baden-Württemberg ist so stark wie nie. Beim Wirtschaftswachstum sind wir unangefochten an der Spitze aller Bundesländer. In keinem Bundesland ist die Arbeitslosigkeit so niedrig wie bei uns. Wir haben den Landeshaushalt endlich wieder ins Lot gebracht und 4-mal die Nullverschuldung hinbekommen. Das haben Sie in Ihrer Regierungszeit nie erreicht. Dass das Land so gut dastehe, liege nicht etwa daran, dass Grün-Rot die bereits in die Wege geleiteten Schritte von Schwarz-Gelb ausgeführt hätte, sondern vielmehr daran, dass sie deren Fehler ausgebügelt und eigene Pläne verwirklicht hätten, so Schmid. Am frühen Morgen ist in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Unterensingen im Kreis Esslingen ein Feuer ausgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelte es sich um einen Schwelbrand. Das Feuer war in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte sich nicht weiter ausgebreitet. Die Polizei fand Spuren von Brandbeschleuniger. Personen wurden nicht verletzt, jedoch wurde der Flur des Gebäudes durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.
Vertragsunterzeichnung zwischen der Joma Polytech GmbH und der Realschule Hechingen. Mit diesem Kooperationsvertrag sollen die Angebote für Schülerinnen und Schüler verbessert werden. Bei der Kunststofftechnikfirma aus Bodelzhausen sollen Schüler die Vorteile einer betrieblichen Ausbildung kennenlernen. Dabei im Fokus die berufliche Praxis. Die Kooperation besteht im Detail aus Betriebserkundungen, unterschiedlichen Praktika und unterstützt die Realschule auch in der Elternarbeit. Weil ein Mann aus Bad Wildbad aus dem Kreis Calw seine Tochter mehr als 70 Mal sexuell missbraucht haben soll, muss sich der 44-Jährige jetzt vor dem Landgericht Tübingen verantworten. Er soll das 9-jährige Mädchen in 2 Jahren mehrfach zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. 2-mal soll er versucht haben, sie zu vergewaltigen. Der 44-Jährige hat bisher alles abgestritten. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen! Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de.